Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Crime Scene Cleaner. Wir sind jetzt hier immer noch in diesem Spooky Haus. Ich habe ja in der letzten Folge hier so ein wenig schon aufgeräumt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit ich jetzt hier war. Ich glaube, dieses Zimmer hatte ich schon fertig, oder? Ich glaube ja. Warum sind denn hier so viele Müllsäcke? Ach, das sind nicht meine. Nein, nein, nein. Okay, gut. Oh Gott, das macht mich ja richtig irre hier. Oh, oh Gottes Willen. This job will kill me one day. Taschenlampe, wie war denn die nochmal? Moment. Nee. Light? Nein. Ja. Nein, wartet mal. Ich muss erstmal. Wie war denn die Taschenlampe hier nochmal? Ich habe lange nicht mehr gespielt, Leute. Ach, mit F. Alles klar. Ja, die ist mir gerade runtergefallen. Oh Gott. Hä? Das sind doch Tierpfoten. Abdrücke. Oh Gott, hört doch auf. Hört doch auf. Müll. Ja. My janitor training comes in handy once again. Ja, 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 ja. Ich bring das mal gleich runter. Leute, ich krieg Angst. Wirklich. Warum geht denn hier auch kein Licht? Verdammt nochmal. Ha. Na gut. Eimer. Wo ist er denn? Wo habe ich denn den Eimer? Habe ich den noch irgendwo unten? Nee, Moment. Won't budge. Oh Gott. Hier steht er noch. Da steht er noch. Okay. Ja, ich wusste jetzt nicht, inwiefern. Ist mein Schrubber sauber? Mach doch mal das Licht an, Fanny. Ich sehe nichts. Ja, ich glaube, der ist sauber. Ah, das sieht aus wie Farbe und nicht wie Blut, ne? Kann das mal sein? Naja, jetzt geht die Taschenlampe wieder aus. Oh Gott. Nimm dir mal den Schwamm. Mal Allrounder, Leute. Wirklich. Hier ist eine Maus. Ja, okay. Okay, eine Katze. Vielleicht ist es ja unsere Katze. Kann man das? Nee, kann man nicht anmachen. Warte mal, ich sollte mal vielleicht die Lampe holen. Hier mein Spotlight. Genau so rum. Aha. Oh. Sometimes you really don't need much to make people go crazy. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. So, da haben wir nochmal diesen Speaker eingesammelt. Aber ansonsten. Überwachungsaufnahmen. Okay, hier am Rechner oder was? Benutzen. Manuelles Hacken. Sie versuchen auf einen geschützten Ordner zuzugreifen. Ja, okay.
ganz konzentriert. Okay, ich hab's. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Und wie kann man sich das ansehen? Kann man sich das irgendwie ansehen? Ja, man kann es löschen. Vielleicht sollte ich das auf jeden Fall löschen. Ja, ja, ich lösche das mal sicherheitshalber. Alle Aufnahmen wurden gelöscht. Okay, das war wohl auch wahrscheinlich. Alles klar. Hier kann man nicht zugreifen. Gut. Okay, dann habe ich das jetzt auch gemacht. Oh ja, das kenne ich. Das habe ich auch. Mal überall reingucken. Quietscheente und eine Maus, ne? Das glaube ich da drin. Okay, sonst ist hier nichts. Ich gehe nochmal hier gucken. Ein paar Pillen. Das hier. Und was habe ich jetzt gestohlen? Wahrscheinlich ein Ring oder sowas. Oder ein Armreif. Hier ist auch noch so eine kleine Maus. Also ich vermute mal, ich werde hier eine Katze haben. Gut, aber irgendwie scheint der Raum jetzt clean zu sein, oder? Wartet mal, ich muss hier unbedingt mal hier die Musik ausmachen. Sonst kriege ich hier echt Ärger. Oh Gott. Ja, scheiße, ich muss mal durchs Blut laufen. Tut mir leid. Oh, Gott sei Dank. Ich nehme das gleich mal mit hier. Holy Water. Okay. Nehme ich gleich noch das Geld mit. Naja, und wenn ich schon mal jetzt hier bin, dann kann ich auch gleich weiter stehlen, ha? Okay, das scheint hier irgendwie so ein Arbeitszimmer zu sein. Okay, das kriege ich nicht auf. Gut, dann werde ich jetzt mal... Ich mache Fußspuren, oder? Nee, gut. Ach, Gottes Willen. Mein Wasser ist auch schon schmutzig. Ich denke, das sollte noch mal ausreichen. So. Da liegen Patronen. Ich sehe schon. Okay, ich brauche meine Mülltüte. Ist noch irgendwas? Ein Beweismittel? Okay, und ich sehe auch schon hier Fingerabdrücke. Ach du meine Güte. Kriege ich die Couch hier so sauber? Ich weiß nicht. Gott, ist das übel hier, das Geräusch. Hier ist irgendwo noch eine Box. Ja, wartet mal. Vielleicht... Oh Gott. Nein, 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 nein. Nicht da rein. Nein! Wo ist denn die Treppe hier? vielleicht sollte ich mal... Moment. Ich brauche erstmal wieder Licht. Mal ganz kurz hier das Wasser tauschen. Okay. Nee, wartet.
So. Mache ich nochmal den Schwamm sauber. Vielen Dank. So, ich glaube, so könnte es was werden. Na, komm schon. Jetzt habe ich es. Okay, wunderbar. Oh, eine Schrotflinte. Both barrels empty. Okay. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade wieder eine Patrone gehört. Kann das sein? Hm. Okay, der ist jetzt auch sauber. Der kommt... Ja gut, das mache ich dann, wenn alles geputzt ist. Gott. Hatte ich hier nicht die... Gerampas? Okay. Warum ist denn das wieder an? Ich hatte doch die Musik ausgemacht, oder nicht? Jetzt völlig bescheuert. Oh Gott, das ist eine Leitung. Oh mein Gott. Okay, pass mal auf. Ich glaube, ich werde den Eimer mal hochholen. Das ist immer so eine creepige Angelegenheit hier. So schön hochhalten. Genau. Wow. Fast ausgekippt. So. Mal darin. Ach, das ist doch der falsche Raum. Ach Mann, ich lern's nicht. So, die Lampe ist auch sauber. Kann ich hier nicht eventuell mit dem Hochdruckreiniger arbeiten? Ah, der ist leer, ne? Ach, verdammt. Moment. Rum dran. So. Nein, nein, nein. Ich wollte die Düse haben. Ja, das scheint damit aber auch recht gut zu funktionieren, oder? Vielleicht muss ich nur mal die Düse wechseln. Ja, ich glaube, das ist so besser. Oh mein Gott. Aber ich brauche noch irgendwie einen Schlüssel oder so, weil ich hier unten in diese Tür noch nicht reinkomme. Oh, jetzt ist er leer, ne? Ja, der ist leer. Na ja, gut. Oh, scheiße. Falsche Richtung. war da gerade noch Blut an der Wand? Habe ich da gerade noch Blut gesehen? Ja, es tut mir leid, dass es alles so ein bisschen dunkel ist, aber... Warte mal, habe ich jetzt hier nochmal Blut gesehen? Nee, ich dachte, ich hätte hier Blut gesehen. Okay, dann habe ich mich getäuscht. So. Nimm die Düse. Ach, ist das gemein, dass die Taschenlampe einfach so ausgeht, ne? Ich glaube, hier mit dem Hochdruckreiniger ist es ganz gut zu arbeiten.
Wobei, ach, schon wieder leer. Mist. Mist. Nein, wieder. Jetzt steht die Lampe aber wenigstens, oder? Nee, nicht ganz. Oh Mann. Okay, perfekt. So. Machen wir erstmal die Couch ein bisschen sauber. Und hier. Oh, war ich das? Habe ich da gerade die Fußspur gemacht? So. So ganz ohne Taschenlampe, ne? Das ist echt schwierig. Alles gut zu sehen. Okay, ist schon wieder leer. Mist. Ah, so, wartet mal. Einmal drehen. Nee, das war noch nicht richtig. Jetzt. Okay, wo kommt die schöne Lampe hin? Looks fine now. Ja, hast du fein gemacht, Fanny. Hast du ganz fein gemacht. So. Ja, ich sollte nochmal das Licht in das Zimmer bringen, auf jeden Fall. Aber hier ist erstaunlich wenig Müll, muss ich mal sagen. Ist alles nicht so zugemüllt hier. So, komm mal mit hier. Stelle ich mal hier so hin. Dann hole ich jetzt nochmal die Schwarzlichtlampe. Da ist mein Eimer. So, hier ist ja soweit alles gut, ne? Oh. Da habe ich noch was übersehen. Hier auch, guck mal, kleine Blutstropfen noch. Oh, okay. Warte mal, ein bisschen näher ranstellen. Sonst komme ich da nicht ran mit der Düse wahrscheinlich. Ja, komme ich da hin? Ja. So, mal richtig schön die Leiche sauber machen, ne? Splattered in all directions. Ja, natürlich, klar. Mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen zu werden. Da spritzt es dann überall hin. Ist die Tür schon wieder leer? Meine Güte. Gibt es hier denn nicht auch noch ein Bad hier oben? So. Ist auch gruselig, dass der Ventilator noch geht, ne? Um die Lampe herum sind auch so viele Blutstropfen. Was ist das eigentlich? Ist das ein Grafikfehler oder?
Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Jetzt hat sich die Leiche bewegt. Ach, schon wieder leer. Na, das sieht blown nicht right open. Aus. Must have been a heavy caliber. Painted the walls red. Naja, Schrotpatron halt, ne? So, eine Leiche habe ich ja hier schon drin. Oh Gott. Ist immer wieder eklig. So, nimm mal deinen Schwamm. Hier haben wir es auch schon mal sauber gemacht. Da komme ich jetzt aber nicht hin, oder? Scheiße. Da komme ich jetzt aber irgendwie gar nicht. Warte mal, wenn ich das mit einem Schrupper versuche. Moment mal. Nee. Irgendwie komme ich jetzt hier nicht an diese zerbrochenen Sachen. Doch, jetzt. Jetzt habe ich es. Okay, perfekt. Perfekt. So, dann noch einmal hier Wasser holen. Sehr gut. Steht die Couch eigentlich immer so? Ja, ne? Ah, ich muss sie gleich mal hier ein bisschen interagieren. Aber hier ist noch ein Computer. Okay, mit dem kann ich nichts machen. Also nicht mit dem Ventilator, meine ich. I'm watching you. Das ist heftig. Gott, habt ihr das gehört? Jetzt geht die Taschenlampe wieder aus. Oh Gott. Eine Maus. Das da. Da ist ein Messer drin. Okay, die Schubladen gehen aber nicht wirklich doll auf. Die geht hier, glaube ich. Doch, die geht auch auf. Also manche gehen aber nicht so gut auf. Noch ein bisschen Geld. Ein bisschen Krimskrams. Noch mehr Mäuse. Ein paar Akten. Klebe, ne? Okay. Aber sonst kann ich hier, glaube ich, nichts wegnehmen. Hier komme ich. Ah, guck mal, hier geht's auch noch auf. Da ist noch Geld. Sind das hier so eine Trocken? Ich glaube, ne? Ah, da liegt noch ein Ring. Guck mal. Oh. Machen wir Tür zu. Aber hier war doch. Hab ich. Hä? Hab ich hier nicht noch irgendwie Blut übersehen?
irgendwie kommt mir das hier auch mit dem Schrank hier, mit der Farbe hier so komisch vor. Und da oben dieser Klecks. Damit da kann ich nichts machen. Irgendwie finde ich diesen Bereich hier sehr merkwürdig. Warte mal, kann ich damit nicht irgendwie den Bildschirm... Oh. Jetzt weiß ich auch nicht, wo es hingeflogen ist. Aua. So, hier haben wir das nächste Zimmer. Hier ist mein Eimer. Ah, hier kann ich auch Wasser holen. Aber wieso? Aber wieso höre ich denn hier andauernd Musik? Hört ihr das auf? Wo kommt denn das her? Aua. Hilfe. So, was haben wir denn hier? Mama dreht durch. Was ich als kleine Fehlfunktion oder irgendeinen Fehler sehe, ist für sie ein harter Beweis dafür, dass wir verflucht oder sogar besessen sind. Ihre Medikamente wirken entweder nicht oder sie nimmt diese verdammten Pillen gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich Hilfe bekommen soll. Wir sind verloren. Möge Gott dieser Familie gnädig sein. Okay. Nope. God didn't help them. It's not really his thing. Hier sind Kakerlaken. Wie eklig ist das denn? Ich höre hier auch sowas wie ein... Ach, das ist die Lampe. Oh mein Gott. Gut, hier haben wir schon mal einen Schlüssel. Das ist gut. Okay, pass mal auf. Kann ich die Kakerlaken jetzt in den Müll schmeißen? Oder wie funktioniert das hier? Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt hier die Dosen in den Müll machen kann, aber hey. Wird schon. Oh Gott, da ist eine Leiche. Nee, ein Arm. Was steht da? Mama. Nee, Tuna ist gut Fisch. Okay, ja. Könnte so sein. Okay, kann ich jetzt hier irgendwas sauber machen? Nee, oder? Ah, wahrscheinlich ist es hier nur so ein Ablenkungsdingenszimmer. Fernseher macht auch kein Mucks mehr. Hier ist noch ganz viel Müll. Aber warum habe ich... Wie kriegt man denn hier die Kakerlaken weg? Gar nicht, ne? Ich glaube, hier kriegt man nichts sauber. Ich glaube, das ist so. Kriege ich den Schrank hier auf? Nee. Oh. Das wollte ich nicht.
Aber ich glaube... Entsorge die Körper. 2 von Beweise sammeln. 5 von 6. Werde den Müll los. 97%. Was ist denn hier noch Müll? Ich sehe hier nicht weiter, was hier Müll sein könnte. Ich sehe keine Dosen. Huch, achso. Was haben wir denn da hinten? Was ist das? Hm. Wartet mal. Oh Gott, ist ja übel. Achso, das ist eine Flasche. Eine riesige Flasche. Ah, die kann ich auch nicht einsammeln. So, jetzt hör doch mal auf, dich zu bücken, Fanny. Ach du Scheiße, jetzt bin ich dauer... Ah, oh ne, jetzt ist es wieder gut. Also irgendwie sehe ich jetzt hier auch nicht, ob noch Müll da ist. Die Schränke... Oh, Gottes Willen. Okay. Ach du Scheiße. Da ist noch Geld. Gib es mir. Na, komm schon. Nee. Du bist noch Müll. Time for a bag swap. Ach so, ja. Entschuldigung. Hab ich nicht gesehen. Au! Und? Hat funktioniert. Perfekt. So. Jetzt brauche ich noch mal ein bisschen... Nein, Entschuldigung. Ja. Alter, das ganze Zimmer ist doch hier voll gemüllt. So, ich glaube, hier habe ich schon mal den ganzen Müll entfernt. Nochmal zu den Schrank hier. Aha. Ein Smart Speaker wieder gefunden. Oh Gott. Ist das widerlich. Aber ich kann das hier... Okay, dann... Ist es so? Oh. Ah. Da ist der Arm her. Okay, ich verstehe. So, immer noch 97%. Wo ist denn hier noch mehr Müll? Irgendwie sehe ich das nicht. Weil hier sind immer noch mehr Kakerlaken. Da muss ich einfach mal den Müll... Ich werde das einfach mal... Wobei... Nee. Habe... Sprühdosen. Aber ich kann nichts davon in die Mülltonne machen. Tank Water News. Mehr Müll gemacht als gewollt eigentlich. Aber vielleicht muss ich erstmal das ganze Übel hier. Nee, da ist nix. Das ist einfach, wie es ist, ne?
Tja, keine Ahnung. Erster Stock, werde den Müll los. Gott, weiß ich doch nicht, ey. Hier sieht doch alles gut aus. Ich könnte natürlich auch, wartet mal, ich könnte auch natürlich mit Q noch mal gucken, ich Idiot. Okay, der Stuhl muss auf jeden Fall wieder an die Stelle. So. Hier ist irgendwie... mit Licht. Nochmal bitte. 4 Meter? Aha. Warte mal, da ist eine Kamera. Das sehe ich. Voilà, verändert sich auch so ein bisschen. 1 Meter, 1 Meter. What? You can't have haunted house without secret room. Aha. Aha. Ein secret room, Leute. Guck mal. Geheimnis entdeckt. Klar. Okay, cool, cool. Oh! What? Wo kommen denn jetzt die ganzen Fußspuren her? Das ist ja hier eine Endlosschleife. Okay, da komme ich jetzt aber irgendwie nicht ran. Wartet mal, da muss ich mal den Schrubber nehmen. Hä? Nein! Na toll. So. Perfekt. Okay. Den Müll bin ich jetzt immer noch nicht los. Die 97%. Aber vielleicht ist es... Aber da steht ja auch... Achso, nee, ich weiß nicht, ob das jetzt nur für den ersten Stock bedeutet. Keine Ahnung. War da schon immer kein Gesicht? Egal. Ich frag lieber nicht. So, jetzt habe ich ja hier irgendwie einen Schlüssel gefunden. Ich stelle es mal hier hin.
Boah, ich weiß, ich überziehe wieder ganz schön. Ne? Ich mache jetzt auch gleich Feierabend. Einen Moment. So. Dann holen wir noch meine Schwarzlichtröhre. Aber da steht erster Stock, werde den Müll los. Also irgendwie scheine ich hier noch was übersehen zu haben. Aber da kann ich ja immer noch gucken, wenn es soweit ist. So, mach mal hier an. Gott. Und dann nimmst du hier noch den Eimer. Nicht verschütten. Oh Gott. So. Ich stelle den mal lieber hier so hin. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, war es das erstmal für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Guckt euch doch mal hier diesen grün. Das ist wie bei Poltergeist. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, dann kommen hier die Geister. Oder, ach nein, wartet, das ist, glaube ich... Ah, das hat was mit meinem Licht zu tun. Okay, gut, ich verstehe. Ah, sieht so aus wie aus Poltergeist ein bisschen, ne? Gut, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, in der nächsten Folge geht es hier in diesem creepy, spooky Haus weiter. Und ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Macht's gut und tschüss.